Die MCC findet nicht statt, das hindert uns aber nicht unter der Aktion Hashtag leider nicht Leipzig, unsere Panels euch nach Hause zu bringen. Und weil ich ja bekanntlicher großer Fan der Serie The Dictator Layton bin, wollten wir auf der MCC ein Panel machen, wo wir die Serie mit dem Spiel, auf dem es ja basiert, vergleichen in Kooperation mit Nintendo. Ich will mir das aber jetzt nicht nehmen lassen, euch trotzdem diesen Vergleich, wenn auch in abgespeckter und verkürzter Form, zu präsentieren. Weil wenn man erstmal hinschaut, dann sind Serie und Spiel eigentlich sehr gleich. Eigentlich haben wir dieselben Sprecher, wir haben denselben Look, wenn man sich die Cutscenes und die Serie anguckt. Und darüber hinaus ist auch im Prinzip die Erzählweise gleich. Also im Spiel haben wir immer einen Fall, der eine abgeschlossene Geschichte ist, und in der Serie haben wir pro Folge auch einen Fall, der eine abgeschlossene Geschichte ist. Hinzu kommt allerdings bei der Serie, dass wir einen roten Faden haben mit dieser Hintergrundgeschichte des verschwundenen Professor Layton. Eine ganz coole Sache, die da zusätzlich hinzugefügt wurde, die so, wenn man jetzt, ich sag mal, 15 Stunden im Spiel ist, wo man gar nichts überhaupt von merkt, so. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, dass Serie und Spiel sich eigentlich auch ziemlich stark voneinander unterscheiden. Und das liegt vor allem daran, dass jedes Medium so ein bisschen seine eigenen Stärken verwendet. Also im Spiel zum Beispiel ist es natürlich so, dass wir viel auf Interaktion legen. Cadriel ist immer unterwegs, man kann die Umgebungen abtasten und das führt im Endeffekt dazu, dass man Rätsel findet. Das heißt, wir brauchen viel mehr Standorte, um eben diese Interaktion zu erfüllen, als in der Serie. Die Serie hingegen, wo diese Interaktion fehlt, hat aber die Möglichkeit, viel mehr auf Dialoge zu setzen, die natürlich als Spiel viel weniger funktionieren. Und dementsprechend gibt es hier mehr Dialoge, die Charaktere werden tiefgründiger beleuchtet und es ergeben sich einfach ganz andere Wege zu der Rätselslösung als im Spiel. Also ihr müsst euch vorstellen, man startet immer am selben Punkt, kommt am selben Punkt an, aber der Weg dahin ist ein komplett anderer. Und das macht es spannend und deswegen lohnt es sich sowohl die Serie sowie das Spiel zu konsumieren, eben weil es so spannend ist zu sehen, okay, wie geht die Serie den Weg, wie geht jetzt das Spiel den Weg. Und dazu kommt eben dieser rote Faden in der Serie, der das nochmal vom Spiel unterscheidet, wohingegen wir im Spiel auch die Interaktionsrate haben oder die Interaktionsmöglichkeit besser gesagt. Also, wenn ihr beides nicht kennt, schaut euch beides an. The Dictator Layton ist jetzt aktuell durch unsere Aktion auch im Angebot. Bei Anime Planet schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen oder Meinung oder Kommentare habt, schreibt sie gerne unter dieses Video. Oh, was ist das? Ich schaue mir das mal genauer an. Ein Rätsel? Diesen abgeschlossenen Raum betritt nie jemand. Jetzt ist jedoch ein Jahr vergangen und offenbar hat sich etwas im Raum verändert. Was nur? Da hat Katrin tatsächlich noch ein Rätsel für euch gefunden. Wenn ihr die Lösung für dieses Rätsel habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Alle, die die richtige Lösung in die YouTube-Kommentare schreiben, da dürfen wir dann nochmal ein bisschen was verlosen. Und zwar dürfen wir drei Gewinner glücklich machen in Kooperation mit Nintendo. Die Gewinner auf dem Platz 3 und 2 erhalten jeweils ein Gewinnpaket, bestehend aus dem Spiel für die Switch sowie Volume 1 der Serie von uns oben drauf gelegt. Und ein erster Platz gewinnt nicht nur Serie und Spiel, sondern bekommt von uns in Kooperation mit Nintendo noch eine Nintendo Switch Lite in Türkis. Also ein fettes, fettes Gewinnpaket. Wie gesagt, nur die Teilnehmer in den YouTube-Kommentaren werden hierfür gezählt. Alles, was ihr sonst wissen müsst, Teilnahmebedingungen, Teilnahmeinformationen, findet ihr in der Videobeschreibung. Wir freuen uns sehr, dass wir euch damit hoffentlich eine kleine Freude machen können. Sonstiges Feedback zum Video, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. The Dictator Layton liegt mir unfassbar am Herzen und ich spiele das Spiel gerne, ich schaue die Serie gerne. Win-win. So, habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Video. Das ist ein besonders interessantes. Rätsel sind zum Lösen gemacht.